Grüß euch und herzlich willkommen auf dem Backseat Survivor Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einer Ass-Gabel, einem Schleudergummi und einem Multitool eine voll funktionsfähige Schleuder herstellen könnt. Bevor ich eine Schleuder jetzt aber testen kann, muss ich sie zuerst bauen. Und dazu gibt es zwei Wege. Entweder man nimmt den Schleudergummi und befestigt ihn um den Wurfschenkel sozusagen, was eine relativ schlechte Idee ist, da man Gummi mit Gummi verbinden müsste. Und wenn es jetzt bei Seven vs. Wild wäre, würde das jetzt bedeuten, man muss extra so ein Latexseil mitnehmen, was jetzt wieder ein zusätzlicher Gegenstand wäre, der nur einen Zweck erfüllt. Mein Lösungsansatz wäre jetzt, mit der Ahle mal zwei Löcher reinzubohren und den Gummi dann durchzugeben. Ich habe jetzt die Löcher mit der Ahle fertig. Ich habe noch mit dem Multitool nochmal die Löcher etwas nachgeputzt. Der Schlauch passt jetzt an sich nicht durch, da die Löcher mit der Ahle zu klein sind, was auch gewollt ist, denn der Schlauch sollte dann relativ fest sitzen, den wir ihn dann auf der Gegenseite dann verkeilen. Jetzt müssen wir mit etwas Schnur den Schlauch verjüngen, damit wir ihn durchziehen können. Dazu muss man jetzt einfach nur ganz fest Schnur um den Schlauch binden. Und ihr seht, wir bekommen automatisch eine Verjüngung dadurch. Das ist jetzt alles etwas sehr, sehr fummelig. Der erste Gummi ist jetzt durch und die ganze Prozedur muss ich jetzt für die zweite Seite auch noch machen. Als Knoten, damit ich die Schnur verjünge, verwende ich dann einfach einen ganz einfachen Schlaufenknoten, das bedeutet, ich setze hier eine Schlaufe und wickle dann von hinten nach vorne die Schnur durch. Und dabei ist es halt jetzt wichtig, dass ich die Schnur festziehe. Und man sieht jetzt schon, ich habe automatisch eine Verjüngung im Schlauch. So, dann muss ich einfach jetzt nur die Schnur durch die Schlaufe durchgeben. Bestenfalls ist jetzt die Schlaufe außen. Jetzt muss ich von hinten, nur mehr die Schlaufe festziehen. Und das Ganze gehört jetzt einfach wieder durchgefädelt. Und mit der verjüngten Seite kann es dann relativ einfach eingezogen werden. Bei Projekten, wo man so viel Fummelarbeit hat, wie beispielsweise hier und auch noch mit einem Multitool arbeitet, ist es wirklich, wirklich empfehlenswert, sich eine All-Day-Carry-Hülle von Knives 4 zuzulegen, denn dann muss man nicht überlegen, in welchem Hosensäckel das Multitool ist und wenn man jetzt mal was abschneiden muss, etwas binden muss, einen Knoten reinzieht, kleine Schnittarbeiten hat und das alles in allem ist das wie eine dritte Hand, also ist wirklich ein empfehlenswertes Tool. Jetzt muss ich nur mehr die Schnur kurz abschneiden. Und dann kann ich euch zeigen, wie man das Ganze fixiert. Nun kommt der große, große Vorteil von dem Silikonschlauch. Also Silikonschlauch ist jetzt ein Latexschlauch. Da dieser hohl von innen ist, kann der dann ganz einfach
mit einem Stück Holz zugestoppelt werden. Und wenn man das Ganze jetzt noch verschnürt, dann hat man einen guten Widerstand, dass die Zwille jetzt nicht nach hinten losschießt, während man sie aufspannt. Das sieht ja jetzt folgendermaßen aus. Ich habe hier zwei Holzstücke reingesteckt. Die Zwille geht jetzt schön durch den Ast durch. Ich werde die beiden jetzt noch verschnüren, dann zurechtziehen und dann ist sie im Prinzip fertig. Das Ganze werde ich jetzt einfach wieder mit einem Schlaufenknoten wie vorhin verknoten. Das bedeutet, das Ende ist unten, die Schlaufe ist oben und ich fange von knapp unterhalb des Holzes nach oben zum Wickeln an. Dann gebe ich jetzt das Ende der Schnur wieder durch und ziehe es von hinten fest. Und dann ziehe ich beide Seiten fest. Jetzt habe ich sozusagen die beiden Enden verschwinden sehr schön unter der Bindung. Die Schlaufe liegt unterhalb von der Bindung, kann dadurch nicht aufgehen und ich kann jetzt die Enden sauber abtrennen. Das Ganze brauche ich jetzt zweimal. Das Ganze sieht jetzt folgendermaßen aus. Ihr seht, ich muss echt auf Zug gehen, damit ich den Gummi zurückziehen kann. Das ist jetzt der große Vorteil, wenn ich jetzt mit der Aale ein Loch reinmache und nicht den Knoten mit dem Gummi. Das große Problem beim Gummiverknoten ist jetzt, beziehungsweise Latex wie hier, dass durch die Spannung und Dehnung, die dann auf dem Latex herrscht oder auf dem Gummi, je nachdem was man auswählt, sich der Knoten immer wieder bewegt. Und da man jetzt auf Augenhöhe mit einer Zwille schießt, kann es schnell passieren, dass sich ein Bein lockert und dann genau aufs Auge draufschnalzt. Und das ist mega, mega gefährlich. Ich habe genau hier hinten ein kleines Ziel aufgebaut, ein Stück Holz in den Sand reingesteckt und oben habe ich so Sand-Lehmplatten reingesteckt, die zerbrechen dann, falls ich es jetzt mit der Schleuder treffen sollte. Und dann haben wir ein kleines optisches Signal. Als Munition verwende ich jetzt dann einfach Bachsteine, desto runder, desto besser. Die sind jetzt nicht alle rund, also das ist einer der runderen, die ich gefunden habe. Aber ich bin jetzt kein Meisterschütze, darum gehe ich auch nicht davon aus, dass es jetzt großartigen Unterschied machen wird. Nee, also jetzt wirklich ohne Spaß. Ihr habt nur zwei Augen und ihr solltet die so gut schützen, wie es geht. In einer Survival-Situation werdet ihr wahrscheinlich keine Schutzbrille dabei haben. Wenn ihr das in eurer Freizeit nachmacht, wovon ich jetzt nicht unbedingt dazu raten kann, dann setzt einfach eine Schutzbrille auf, denn sicher ist sicher. Ich bin jetzt gespannt, ob ich das Ziel treffe. Es ist circa 5 Meter entfernt und ist dieser Stock. Also Zug hat die Schleuder auf jeden Fall, aber meiner Meinung nach wirklich sehr gefährlich. Das war jetzt knapp unter das Ziel, circa 10 cm, aber das Hauptziel, was man mit einer Schleuder anschießen sollte, ist jetzt kein Hase oder Eichhörnchen, sondern es sollten eher kleinere Vögel sein, die man dann kurz bewusstlos schießt, damit man sie dann richtig erlegen kann. Ich habe das Ziel jetzt weiter aufgerichtet. Ich probiere jetzt einfach so lang, bis ich es treffe. Ich habe es gerade hochgestellt und jetzt habe ich genau 2 cm wieder drunter getroffen. So, ich belasse es jetzt dabei. Der letzte Treffer war für mich persönlich gut genug. Wäre es jetzt ein Vogel, hätte ich ihn ganz knapp verfehlt. Jeder Schuss wurde immer näher. Ich glaube, das Ganze muss ich viel mehr üben, bevor ich damit treffe. Wie seht ihr das Ganze? Als Nahrungsbeschaffung für Seven vs. Wild kann ich es nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Es nimmt viel Platz weg, da bekomme ich locker 200 Angelhaken rein für das Volumen, was dieser Gummi hat. Ebenfalls, zumindest für mich, ist Angeln viel, viel leichter. Und man kann sich in kurzer Zeit viel besser beibringen als das Zielen mit einer Zwille. Ebenfalls muss man halt Glück haben, dass man ein schönes Stück Holz findet, das man halt bearbeiten kann. Wie seht ihr das Ganze? Seid ihr jemand, der eine Zwille jetzt
eine Angel bevorzugen würdet. Falls ja, würde mich die Begründung wirklich interessieren, denn in der Ernährungspyramide ist Fisch unter Kleinwild. Auch Vögel gelten dann so Kleinwild wie Eichhörnchen. Das bedeutet, Fisch kann man viel, viel leichter fangen und es wird wahrscheinlich in den Flüssen, Bächen, vielleicht sind sie auch am Meer, wird es haufenweise Fisch geben. Und für an Land lebende Tiere muss man sehr viel suchen und da muss man auch sehr leise sein. Falls euch mein Projekt jetzt gefallen hat und ihr zukünftige Projekte sehen wollt, dann würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen und dann kann ich nur sagen, man sieht sich.